Servus Freunde der Klemmbausteine, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing, zu einem neuen Haul hier bei German Brick Motion. Heute gibt es mal wieder eine Bestellung zum Unboxen von Lego selbst. Und zwar gab es ein Lego GWP. Es ist tatsächlich auch schon ein bisschen her, falls ihr jetzt das Video hier seht. Ist das sogar schon ein bisschen her. Es gab im, das müsste Juli schon gewesen sein, im Juli ein Lego Harry Potter GWP. Ab 130 Euro Bestellwert gab es hier ein recht schönes, seltenes Set, die große Treppe. Auf jeden Fall richtig cool, diese wandelnde Treppe. Aber ihr werdet es gleich sehen. Es ist somit ein reines Lego Harry Potter Unboxing. Wir gucken einfach mal rein, hätte ich gesagt. Machen einfach mal das Paket hier auf. Heute ganz unprofessionell, weil ich mein Messer verlegt habe mit einer Schere. Nicht nachmachen zu Hause. So, das soll es auch schon gewesen sein. Dann können wir das hier einfach so abnehmen. So, nice. Und da kommt mir doch auch schon alles entgegen. Fangen wir gleich mal an mit dem GWP. Und zwar ist das das Lego Harry Potter Set 40577. Echt ein cooles Set, muss ich sagen. Gefällt mir optisch wirklich richtig gut. Hermine Granger ist als Minifigur dabei. Und ja, man hat hier so diese klassischen Gemälde, wie es eben für diese Treppe gehört. Und die Treppe hat eben aber auch die Funktion, sich quasi zu drehen. Bietet auf jeden Fall auch Ideen und Anregungen, um tatsächlich hier einen Mock zu bauen und das noch größer aufzuziehen. Ist, denke ich, echt eine coole Sache. Freue ich mich sehr darauf, das demnächst mal zu bauen. Ja, jetzt kommt die Frage, was habe ich bestellt, um auf 130 Euro zu kommen? Eigentlich im Grunde nur ein Set, womit ich allerdings auf 129,99 € gekommen bin, was bei Lego nicht langt für 130 Euro, da fehlt ein Cent. Man könnte meinen, das ist Marketingstrategie, ich glaube, das ist es auch. Also, auch das eine Lego Harry Potter Neuheit, eine Juli Neuheit. Der Grimnow Place Nummer 12. Ein tatsächlich recht großes Set, muss ich sagen. 1083 Teile an der Zahl, das 76408. Und ja, das ist ein schönes Set auf jeden Fall. Ein cooles Set, was es so bisher auch noch nicht gab. Hat auch ein paar Funktionen. Man kann nämlich diese Gebäudeteile auseinanderschieben, aufklappen, wie man das möchte. Von hinten sieht man es auch. Es ist ganz gut bespielbar. Man hat hier einige Filmszenen auch nachgestellt. Finde ich ziemlich cool. Interessant, wird, denke ich, Spaß machen zu bauen, da wir demnächst dann irgendwann mal basteln. Und ja, das hat eben nicht gelangt, deswegen habe ich hier, ich glaube, für 299 noch so einen Schlüsselanhänger mit Dumbledore dazu geordert. Ist ganz nice, kann ich mir am Schlüsselbund dran machen. Und dann gab es aber auch noch ein weiteres gratis GWP, ein Polybag, Build Your Own Hogwarts Castle. Mit Dumbledore und einer kleinen Burg zum Basteln. Und damit ist das Paket auch schon leer. Wie gesagt, heute mal ein ja, reiner Lego Harry Potter Haul. Man könnte munkeln, dass es vielleicht sogar auch einer der letzten Lego Harry Potter Hauls war für dieses Jahr. Weil richtig viel Neuheiten technisch kommt nicht mehr. Also den Adventskalender werde ich mir wahrscheinlich noch holen. Aber dieses neue riesige Exklusivding für 500 Euro, einen Hogwarts Express zum Hinstellen. Also ich war ja schon verrückt mit dieser Achterbahn im Hintergrund hier für 400 Euro. Aber für 500 Euro, sorry, nee, das sind auch meine Grenzen definitiv weit überschritten. Ja, das soll es gewesen sein mit dem heutigen Unboxing. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich freue mich, das Ganze hier bald zu bauen. Werdet ihr also auch bald hier in Reviews auf diesem Kanal sehen. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, macht's gut.